Joko Winterscheid, sein neuer Job bei Das Ding des Jahres. Moderator und Spaßmacher Joko Winterscheid, 38, hat nach dem Aus von Zirkus Halligalli einen neuen Job an der ProSieben Entertainment Front. Winterscheid wird gemeinsam mit GNTM-Gewinnerin und The Voice-Moderatorin Lena Gecke, 29, und River-Einkaufschef Hans-Jürgen Muck in der Jury von Das Ding des Jahres sitzen. Die Show basiert auf einer Idee von Stefan Raab, 51, TV Total, der als exekutive Producer fungieren wird. Janin Ullmann, 35, soll moderieren. In der für das erste Halbjahr 2018 geplanten Show dreht sich alles um kuriose und praktische Erfindungen. Das Jury-Trio soll die vorgestellten Ideen beurteilen und einschätzen, bevor das Studiopublikum entscheiden kann, welche Erfindung weiterkommt. In einem großen Live-Finale sollen schließlich die Fernsehzuschauer urteilen, was für sie das Ding des Jahres ist. Er freut sich wie ein Kind. Schon jetzt zeigt Winterscheid seine Begeisterung für die Show. Es gibt so viele Menschen, die in ihrer Freizeit die tollsten Sachen erfinden, aber niemand weiß etwas davon, so das Jurymitglied. Ich habe keine Ahnung, was wir alles zu sehen bekommen, aber ich freue mich darauf wie ein Kind aufs Geschenke auspacken. Und auch Gecke ist überzeugt, es wird unglaublich spannend sein mitzuerleben, was für tolle und außergewöhnliche Dinge die Erfinder in unserer Show präsentieren.